Jesus und der Sabbat. Jesus bringt den Menschen etwas bei. Einmal ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, über ein Feld. Die Jünger pflückten einige Ähren und aßen sie, weil sie hungrig waren. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln und von Gott hören. Einige der jüdischen Leiter sahen das und beschwerten sich bei Jesus. Es ist verboten, am Sabbat zu arbeiten. Warum ernten deine Jünger dann heute Getreide? Ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von David, einem der ersten Könige des jüdischen Volkes. Bevor er König wurde, musste er sich einmal in einem Haus verstecken, das ausschließlich dafür benutzt wurde, Gott zu begegnen, weil Saul, der derzeit König war, ihn umbringen wollte. Er war also in diesem Haus, in dem er eigentlich gar nicht sein durfte, weil das Gesetz es verbot. Und ihr wisst doch, was er dann tat. Er und seine Freunde waren hungrig und aßen das Brot, das die Menschen Gott geschenkt hatten. Das durfte man auch nicht essen, trotzdem hat Gott ihn nicht bestraft und war nicht einmal böse auf ihn. Nachdem er diese Geschichte erzählt hatte, fasste er zusammen. Gott hat den Sabbat erfunden, dass die Menschen sich daran freuen können. Und nicht, um ihnen das Leben unnötig schwer zu machen.